nicht unter Strom arbeiten. Dicken Kabeln. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Hausautomatisierung. Ich habe heute einen Shelly 3 EM gekriegt, denn ich will unbedingt mal den Stromverbrauch von meiner Fertigung unten angucken. Ja, und es gibt nicht wirklich was Vernünftiges. Also ich habe mir jetzt ein bisschen erkundigt und eigentlich das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, meiner Meinung nach, ist das Shelly-Zeug. Ich hätte eigentlich lieber eine Lösung mit Zigbee, weil ich einfach alles auf Zigbee aufgebaut habe. Das Teil jetzt läuft mit WLAN. Also ich bin mal neugierig. Ich lasse mich mal überraschen. Keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Scheinbar, wenn er die WLAN-Verbindung verliert, speichert er die Werte, also den Stromverbrauch, bis zu einem Jahr. Ich bin mal neugierig. Wir werden es mal anschauen. Wir bauen es jetzt erstmal, also wir packen es jetzt erstmal aus. Ist jetzt nichts, was mir jetzt großartig mich schockiert hier. Also einfach ein Ferritring, Strommesszange. Also wo man dann einfach hier anstecken kann und dann die Sekundärgeschichte, also der Sekundärstrom ist 40 mA. Also das Ding hat dann quasi für 120 Ampere, würde mal ausgehen, 40 mA, wo es einfach runterteilt über die Wicklungen. Ah, hier steht auch B drauf, dann steht hier vielleicht irgendwo C. Ah, die sind sogar beschriftet. Wie praktisch. Das Teil selber kann man auf eine Hutschiene montieren. Also das werden wir dann unten im Keller direkt mit montieren und dann schauen wir mal, was das Ganze kann und was das Ganze braucht. Und irgendwo, irgendwie braucht das Ding doch eigentlich auch Strom, oder? Also würde ich jetzt mal, also vielleicht bin ich gerade zu, aber vielleicht muss man einfach hier reingehen. N für neutral, VA, VB, VC und IO hat es auch nicht. Jetzt sollten wir einfach mal die Anleitung lesen. Ich gehe mal davon aus, also der misst natürlich auch die Spannung. Das ist ein Leistungsmesser. Ha! Okay, ich muss die Phasen anklemmen, also die Spannung von der Phase. Ich muss die Strommessklemmen anklemmen. Und dann wird er sich vermutlich davon versorgen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob euch so Themen interessieren. Und schreibt es einfach mal rein, was euch an Themen interessiert zum Thema Hausautomatisierung. Denn ich habe jetzt ein paar neue Sachen. Ich habe echt viel drin mittlerweile jetzt hier. Ich habe eine Temperaturstatistik laufen. Ich habe eine Alarmanlage laufen über einen Home Assistant. Ich habe mittlerweile auch, ja, ich habe 1, 2, 3 Home Assistants mittlerweile laufen an verschiedenen Standorten. Ich bin echt total glücklich, wie gut das funktioniert. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ob es funktioniert oder wie das funktioniert, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Dann versuche ich da, wenn ich es weiß, ein Video drüber zu machen. Wir arbeiten natürlich niemals unter Strom, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch immer dafür sorgen und auch nachmessen, dass der Strom weg ist. Also nicht nur Sicherungen rausnehmen, nein, gibt ja 5 Sicherheitsregeln, nicht nur die Sicherung rausnehmen, sondern auch zum Beispiel davor schützen, dass andere oder man selber das wieder unabsichtlich einschaltet. Wirklich ultimativ wichtig, weil 230 Volt sind einfach kein Spielzeug. Da kann man sich schon mal ernsthaft verletzen. Wir arbeiten heute aber dennoch unter Strom, weil es geht nicht anders. Ich kann halt einfach nicht zaubern. Und das Problem ist, was soll ich denn machen? Ich meine, wenn ich jetzt die ganze Sicherung hier rausnehme, ich meine, ich habe ein FI hier, dann ist halt alles wieder stromlos und das ist doof. Das kann ich eigentlich nicht machen, weil dann geht der Server nicht und wir haben auch nicht mal ein Licht, dass ihr das hier angucken könnt. Also, wenn ihr das zu Hause installiert, dann tut es das auf jeden Fall im stromlosen Zustand. Auf jeden Fall. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier unten eh noch Platz. Da können wir nämlich hier unten irgendwo uns dieses Teil. Oh ja, das schmiegt sich hier perfekt an. Es ist, was ich jetzt schon gleich mal. Ich bin ja einfach ein alter Nörgler und Meckerer. Es ist ein Tick breiter wie eine Standardsicherung. Also man hat quasi, ja, 1 plus ein bisschen was Platz verloren mit dem Teil. Die Stromzangen im Übrigen haben K und ein L drauf. K steht, glaube ich, für Haus und L steht für Energieversorger, dass man quasi die auch richtig rum reinpackt. Ich habe jetzt nur ein richtig ernsthaftes Problem, dass ich die hier eigentlich nicht wirklich Platz habe. Merke ich gerade. L1 ist braun. Jetzt muss ich mir hier echt nochmal eine Leiter holen oder irgendeinen Stuhl zum draufsteigen. Ja, ich sehe da schon echt ein Problemchen auf mich zukommen. Ich habe hier oben zwar die Phasen, ja, da werden wir schon irgendwie reinkommen, oder?
Irgendwie schafft man das schon, dass wir uns da reinquetschen. Also so einfach, wie das immer in diesen Anleitungen steht, ist es natürlich nicht. Ich zeige es euch jetzt mal, wovon ich rede. Haben wir natürlich jetzt nicht sonderlich viel Platz. Aber ein guter Heimwerker lässt sich doch von wenig Platz nicht abschrecken, oder? Das kriegen wir schon trotzdem hin. Ich weiß nur noch nicht, wo ich jetzt dann hier Phasen angeklemmt kriege. Weil ich muss ja auch die Spannung abgreifen. K geht zum Haus, L geht zum Lieferanten. Grau ist bei mir Phase 3, L3. Also ich könnte einfach auch mal hier die Klemme abnehmen. Dass die leicht freiwillig da abgehen wird. Wenn ich auch hier gut dranhängt an den ganzen dicken Kabeln. Hoppala. Oh, jetzt habe ich den FI gedrückt. Jetzt habe ich natürlich genau das, was ich... Oh, FI-Funktion. Dann kann ich auf jeden Fall gleich einen Server ausschalten, weil er hat jetzt eh... Zigbee haben wir. Also das ist Licht und das ist Zigbee-Relais. Das schalten wir das aus. Damit haben wir die ganze Fertigung Strom. Frei soweit. Wir haben hier oben immer noch Strom, also es ist nicht so, dass jetzt ich hier nicht aufpassen muss. Anschluss C für Phase 3, L zum Lieferanten. Da hängen wir die dann mal drum rum. Wird dann schon irgendwie funktionieren. Oh, die sind so riesig. So, damit ja. So, einen haben wir schon mal. Ach, geht doch ganz einfach. Die Schiene geht doch da oben nie wieder rein, oder? Die sind einfach dermaßen riesig. Ich weiß nicht, wie sich die Hersteller das vorstellen. Ich zeige es euch jetzt mal, dass ihr mal wisst, wovon ihr redet. Ich hänge euch jetzt mal da oben hin. Oh. Keine Ahnung, wie sich die Erfinder das vorstellen, aber das ist hier, das Ding, das ist so groß, da kriege ich ja nicht mal drei nebeneinander hin. Ich meine, ich könnte natürlich hier oben das Kabel noch ein bisschen mehr abbisseln, dann hätte nach oben mehr Luft und so. Dann könnt ihr das alles außerhalb vom Sicherungskasten montieren. Also das muss ich jetzt schon mal stark bemängeln, dass die Dinger so dermaßen riesig sind. Das geht sich halt auch nicht mal im Traum aus. Ne? Und die Dinger sind halt auch so breit, dass ich halt auch nicht mal drei nebeneinander Platz habe. Ich sehe mich schon gleich im Dunkeln hängen, weil irgendein der Kabel abreißt. Jetzt geht sich's aus. Das ist eine blöde Nase nicht wer, könnte hier vermutlich sogar das wieder anmontieren, oder? Ja, doch, das klappt. So, dann muss ich mal schauen, dass ich das braune Kabel hier rüber gebogen kriege. Phase 1 wäre dann A. Ist das dann da auch nochmal irgendwo beschriftet? Nee, das steht jetzt einfach nur auf den Dingern drauf. Und dann habe ich verloren, welches ich. Und kann schließen. Und den zweiten muss jetzt da oben außerhalb montieren. Weil einfach ich sonst keinen Platz habe. Aber dann kann ich den jetzt hier schon mal wieder hochbauen. Und klack. Einmal eingerastet. Wenn jemand wissen will, wie das Messprinzip funktioniert oder wie auch immer das ganze Zeug hier abläuft, einfach mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich euch mal ein Video drüber. So, B geht hier in B rein. Und das muss ich jetzt tatsächlich hier nochmal abmachen. Es gefällt mir nämlich, glaube ich, besser, wenn es unten rum verlaufen würde hier. So, ein bisschen Ordnung muss ja schon sein in so einem Sicherungskasten. Hier das gleiche, unten drunter verlegen und schon sieht es aus, als hätte es ein Fachmann gebaut. Jetzt komme ich quasi hier mit meinem FI rein und da tatsächlich L1, L2, L3 verteilt. Da könnte ich mir jetzt tatsächlich einfach die Phasen abgreifen und dann hier entsprechend anschließen. Dann gucken wir mal, das klemmt schon mal. Sehr schön. Fängt schon mal gut an. Das Ganze da hoch haben wir noch neutral. Ach, wie viel neutral wir hier übrig haben. Und reinstecken. So, reinstecken habe ich gesagt. Ah, das ist jetzt da. Wieso geht der da nicht rein? Hallo, ah, jetzt. So, einfach nur genügend Gewalt. So, und dann haben wir eine ganze Handvoll brauner Kabel und die klemmen wir jetzt einfach erstmal hier am Shelly an und dann unten an der Sicherung. Dann kann es nämlich hier auch überhaupt nichts passieren. Boah, wird schon so rum sein, ne? Gehen wir jetzt einfach mal davon aus,
Es kann natürlich sein, dass sie gleich im Dunkeln stehen, weil ich hier beim Aufschrauben erstmal die Verbindung unterbreche. Die Chance ist sehr groß, dass das gleich passieren wird. Wichtig jetzt, ich muss wirklich gut aufpassen. Wie gesagt, ich arbeite hier jetzt unter Strom. Und dann klemmen wir den hier auf diese Leiste mit dazu. Und der blinkt schon mal, soweit schon mal gut. Warum will der nicht da unten rein? Ah, jetzt will er rein. Warum ärgerst du mich so dermaßen? Rein mit dir da. Jetzt. Perfekt. Ich kann es nur noch mal betonen. Macht es dies nicht. Nicht unter Strom arbeiten. Nicht. Also auf den ersten Blick schaut das easy aus. Wir haben hier eine IP-Adresse. Wir sind jetzt hier mit dem Shelly EM3 verbunden. Ein Blick in die Anleitung 192.168.33.1. Und so haben wir hier No Internet Connection, es ist okay, 66 Watt, 83 Watt, 29 Watt haben wir gerade am Laufen. Internet und Security, Wi-Fi Mode Client, also WLAN eingeben, Passwort eingeben, speichern. Ich habe gerade hier Probleme ohne Ende mit meinem WLAN, weil der Server weg war und natürlich jetzt mein Unify gerade völlig eskaliert. Also da muss ich mir jetzt erstmal erkundigen und schauen, wann mein WLAN wieder geht. Und den Rest machen wir hier oben vom PC aus, weil das Teil läuft. Ich schraube jetzt hier nur schnell zu und dann gehe ich hoch und dann schauen wir uns den Rest am PC an. Ja, nachdem sich mein WLAN und alles wieder gefangen hat und ich den Server ungefähr noch zweimal neu gestartet habe, habe ich jetzt den Shelly 3EM hier. Die zweite und dritte Phase, also L2 und L3, sind nur dann in Verwendung, wenn ich wirklich die Fertigung benötige. An der Phase 1 hängt der Server dran und halt jetzt der Shelly hängt da vermutlich mit dran und das Zigbee-Relais und so Zeug. Also man sieht, es zeigt was an. Wir haben hier einen Haufen Funktionen. Ich gehe gar nicht großartig drauf ein, was wir jetzt alles hier haben. Wichtig, Internet Security, da muss man erstmal umstellen auf Client Mode, dass wir eben mit dem WLAN verbinden und dann entsprechend das WLAN einstellen, wie wir unten im Keller ja schon gemacht haben. Ich persönlich habe noch Restrict Login gemacht, also Admin und Passwort, weil ich will nicht, dass jeder darauf zugreifen kann. Mehr habe ich jetzt hier nicht gemacht, was mir mega gut gefällt. Das Ding hat wirklich ein Relais drauf. Da könnte ich quasi jetzt mein Zigbee-Relais wegoptimieren. Ich habe, wie man hier oben aber sehen kann, im Keller einen relativ schlechten Empfang. Cloud-Verbindung braucht man absolut keine. Ich habe jetzt keinerlei Cloud-Verbindungen dran. So gesehen gefällt mir das schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir mal hier auf mein Home Assistant und jetzt schalte ich mal im Keller unten das Hauptrelais an. Klock, ich höre es bis hier oben klacken. Und jetzt müsste rein theoretisch, ja, jetzt läuft die LED-Röhre läuft, die hängt scheinbar auf L3 dran. Soweit sieht man jetzt hier 0,24 Ampere. Die Spannung zeigt es an, 0,2, also 20 mA. Und hier haben wir 350 mA. Er zeigt uns direkt die, schon mal hier draufklickt. Oh, hier lädt da was runter. Er zeigt uns direkt die Leistung an und eben auch den Strom, der fließt. Das Ganze integrieren wir jetzt einfach mal in Home Assistant. Man muss bei der Integration hier einfach Shelly die Integration hinzufügen. Dann findet er auch hier sofort schon Shelly EM3. Also er findet das Ding sofort. Ich gebe hier meinen Namen ein und das Passwort entsprechend dazu, das ich unten vergeben habe. Das funktioniert jetzt natürlich noch nicht, weil wir müssen dem Shelly sagen, dass er uns das Ganze hier erstmal verteilen soll, die Informationen, also Internet und Security, wo wir eh schon drin waren, Advanced Developer Settings, da müssen wir dieses Enable Co-IoT hinzufügen und der wird jetzt hier multicasten, das soll man nicht machen, deswegen gehen wir jetzt hier die IP von unserem Home Assistant an und ohne irgendein Zutun hat das jetzt tatsächlich doch geschafft zu verbinden. Wir packen das Ding in die Fertigung und haben ihn auch schon gleich hier. Wir benennen den noch um. Stromverbrauch, Fertigung. Und jetzt sehen wir hier gleich richtig viele Sachen. Also einmal das Relais, das Ding drin hat, wo ich gesagt habe, finde ich mega, dann könnte ich mein Zigbee-Relais weglassen. Und hier haben wir alles drin. Overpowering, okay. Unter anderem eben Kanal A, B, C, also L1, L2, L3. Aktueller Strom, aktuelle Energie in Kilowattstunden. Energie zurück, der kann in beide Richtungen, weil man könnte ja Solaranlage haben. Dann nochmal Power in Watt, was gerade umgesetzt wird, Powerfaktor
und die Spannung 235 Volt. Somit haben wir das Teil im Home Assistant integriert. Wenn wir hier auf alles gehen, haben wir hier in der Fertigung das Zeug hier mit drin. Wenn wir jetzt den Energy Monitor verwenden, den ja jetzt am Home Assistant mittlerweile drin hat, können wir hier eine Consumption hinzufügen. Und da können wir jetzt unter anderem Fertigung Kanal A Energy, ich kann es leider nicht bis zu Ende lesen, A Energy Returned. Okay, einmal das, was wir haben und einmal das, was zurückgeht. Total Cost Entity Use Static Price. Und da sind wir jetzt mal keine 0,32 haben wir momentan. Machen wir 33. Sind wir auf der sicheren Seite. 33 Cent pro Kilowattstunde. L2 hinzufügen. L3 hinzufügen. Und jetzt können wir hier quasi erstmal schauen, was haben wir für einen Stromverbrauch, was kostet uns das Ganze, wie viel Energie wird gerade benötigt und kann man dann hier auch über Wochen und Monate hinweg sich angucken. Das gibt dann, steht ja da, there is no data, it can take up to 2 hours. Also das dauert jetzt einfach ein bisschen, bis das Ganze hier aktualisiert wird. Aber ich denke, es ist eine sehr schöne, einfache Lösung, wie man Energieüberwachung sich hinzufügen kann. Guckt einfach mal rein. Ich bin begeistert. Ich habe es für eigenes Geld bezahlt, das Shelly EM3. Also ist jetzt kein Werbevideo in dem Sinn, dass mir das Zeug geschickt wurde, sondern ich dachte einfach, ich will das mal haben, weil ich will einfach mal wissen, wie viel Strom brauche eigentlich meine Fertigung, wenn ich jetzt zum Beispiel löte oder wenn meine Bestückmaschine läuft. Und deswegen war das für mich einfach eine sehr sinnvolle Lösung, dachte ich. Gut, dann vielen Dank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ich noch irgendwas machen soll. Also wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert zum Thema Hausautomatisierung, dann versuche ich, dass ich da ein Video draus für euch machen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!